Tolkiens Werke, sein Legendarium, sind praktisch eine Mythologie für sich. Aber auch eine Welt, die selbst durch viele Mythen und Sagen inspiriert wurde. Auf viele Weisen steht Tolkien wie ein Bindeglied zwischen Mythologie und Sagen und moderner Fantasy. Und eine Mythologie, aus der Mittelerde viel schöpfte, sind die keltischen Sagen und Mythen. Und eben um diese Verbindungen zwischen Tolkien und der keltischen Mythologie geht es in diesem Video. Und damit willkommen zu einer neuen Folge zu Mythologie, Literatur und Geschichte und zu Tolkiens Werken und Welt. Dass Tolkien viel Inspiration aus Mythen schöpfte, ist den meisten Fans und Lesern gut bekannt. Besonders sein Bezug auf die nordische Mythologie ist berühmt und dass Zwerge und Elben und mehr durch die Mythen von Skandinavien geprägt wurden ebenso. Aber auch die keltischen Mythen hatten einen großen Einfluss auf Tolkien. Auf viele Weisen gaben die nordischen Mythen viele Elemente direkt an Mittelerde weiter, während aber das Keltische näher am Herzen von Tolkiens Welt liegt. Aber auch Tolkiens eigener Bezug zur keltischen Kultur und Sagenwelt war durchaus kompliziert. Wie stets waren es vor allem die Sprachen, die schon früh Tolkiens Interesse weckten. Schon als er nur 9 Jahre alt war und die walisischen Namen sah, die auf Güterwaggons in Birmingham geschrieben waren, war er von diesen fasziniert. Zur gleichen Zeit las er auch Bücher über die keltische Geschichte und Kultur von Britannien. Und später in seinem Leben befasste sich Tolkien immer wieder auch professionell mit der walisischen Sprache. Sein Professor in Oxford ermutigte ihn sogar schon zu Studienzeiten dazu, sein Interesse zum Beruf zu machen und sich auf die keltischen Sprachen zu fokussieren. Das tat Tolkien letzten Endes nicht, aber sie blieben Teil seiner Karriere als Linguist. Während seiner Zeit in Leeds unterrichtete Tolkien so zum Beispiel einen Kurs zur mittelalterlichen walisischen Sprache. Auch andere Kurse zu keltischen Sprachen gab er als Professor und sogar von anderen Forschern wurde er zur keltischen Sprache und Kultur zu Rate gezogen. So zum Beispiel für die Inschriften in Lindney Park und zum Gott Nodens. Zur Erforschung des Namens und der Identität dieses keltischen Gottes trug Tolkien so durchaus viel bei. Aber auch keltische Sagen las und sammelte er gerne. 1913 kaufte er sich eine Ausgabe des Mabinogion, der großen Sammlung walisischer Sagen. Weitere Sagen und Mythen aus Irland, Schottland und Wales folgten bald. Kurzzeitig versuchte sich Tolkien sogar selbst an einer eigenen Übersetzung des Mabinogion und mit King of the Green Dozen auch an einer eigenen erfundenen keltischen Sage. Beide Projekte stellte er aber nie fertig. Und seine Meinung zu diesen Werken war auch durchaus gespalten. So beschreibt er die keltischen Sagen als zugleich mehr, aber auch zugleich weniger absurd als andere Mythen. Mehr absurd, weil sie nicht so frisch und verständlich sind wie die anderen Mythen Europas und unter einer tiefen Staubschicht aus Anspielungen, Hinweisen und Traditionen liegen, die man heute nicht mehr wirklich verstehen kann, ohne sie ausgiebig zu studieren. Zugleich aber empfand er sie auch als wenig absurd, denn die Bilder, die diese Sagen zeichnen, sind klar durch eine etablierte, reiche und durchdachte dichterische Tradition geprägt. Als dann ein Leser seines Verlages ein Manuskript des Silmarillions beim Versuch, das Werk zu veröffentlichen, 1937 las und meinte, dass vieles an der Geschichte und vor allem die elbischen Namen ihm keltisch erschienen, antwortete Tolkien darauf recht abweisend. Er schrieb als Antwort: Natürlich sind sie nicht keltisch. Genauso wenig wie die Geschichten. Ich kenne keltische Dinge, viele davon in den Originalsprachen Irisch und Walisisch, und ich empfinde eine gewisse Abneigung gegen sie. Vor allem wegen ihrer grundlegenden Unvernunft. Sie haben leuchtende Farben, sind aber wie ein zerbrochenes Buntglasfenster, das ohne Sinn und Verstand wieder zusammengesetzt wurde. Sie sind in der Tat verrückt, wie ihr Leser sagt. Aber ich denke nicht, dass ich es bin. Mit so einer Antwort macht Tolkien ja eigentlich seine Haltung gegenüber keltischen Sagen deutlich. Sie interessierten ihn zu lesen und als Linguist und für ihre literarische und historische Bedeutung. Aber als Geschichten mochte er sie nicht. Und auch seine eigenen Geschichten basierten nicht auf ihnen. Das aber scheint am Ende nicht zu stimmen. Und Tolkiens Reaktion hier etwas übertrieben.
Und das nicht nur, wenn man andere Briefe und Kommentare zur keltischen Mythologie von Tolkien selbst betrachtet, sondern vor allem auch, wenn man seine Werke ansieht. Denn Mittelerde hat viele und deutliche keltische Elemente. Und da Tolkien eben viele keltische Sagen las, erforschte und sehr gut kannte, sind es wohl auch nicht nur zufällige Parallelen. Wie immer sind da als erstes die Sprachen. Eben schon seit seiner Kindheit hatte er mit keltischen Sprachen, vor allem Walisisch, zu tun und war von ihnen fasziniert. Und das schlug sich auch in Mittelerde nieder. Sindarin, was neben Quenya die wichtigste Sprache der Elben von Mittelerde ist, wurde so direkt durch Walisisch inspiriert. Was auch nicht zuletzt der Grund dafür ist, warum eben doch so viele der elbischen Namen in Tolkiens Welt einen so keltischen Klang haben. Sindarin ist so die Sprache, in der wir die meisten elbischen Namen für Personen, Orte und Dinge hören. Sehr viele Namen, die damit in Mittelerde verwendet werden, sind auf Sindarin und damit stark keltisch geprägt. In einem späteren Brief meint er dazu auch, dass er dies zum einen tat, weil er die Linguistik des Walisischen einfach so gern mochte. Aber auch, weil Sindarin und die Namen aus dieser Sprache damit so gut in die Geschichte der Elben passen, die er seiner Meinung von einem keltischen Typ sei. Dieser keltische Typ der Geschichten der Elben drückt sich aber noch an viel mehr als nur dem Klang ihrer Namen aus. Zwei der großen Elemente von Mittelerde, die Tolkiens Werke und seine Fantasy ausmachen, sind die Elben und die unsterblichen Lande Aman. Und gerade in Bezug auf diese beiden ist vieles aus keltischen Sagen entlehnt. Aman als die unsterblichen Lande sind ein geradezu paradiesisches Land der Valar, das westlich von Mittelerde auf der anderen Seite des Meeres liegt. Und während dieses paradiesische Land dort im ersten und auch noch im zweiten Zeitalter noch ganz physisch dort war und mehr oder weniger direkt mit einem Schiff zu erreichen, wurde es am Ende des zweiten Zeitalters von der Welt entrückt. Zu der Zeit, als Herr der Ringe stattfindet, kann man es nur noch erreichen, wenn man per Schiff mit der Erlaubnis der Valar die gerade Strecke nimmt. Es braucht eine recht eindeutig magische Schiffsreise, um die unsterblichen Lande zu erreichen. Die meisten Elben ziehen sich nun nach und nach dorthin zurück und verlassen Mittelerde, denn in Aman ist ihre unsterbliche Existenz besser zu ertragen, während sie in Mittelerde mehr und mehr dahinschwinden und vergehen. Dort in Aman liegt Valinor, der Sitz der Valar, der Mächte von Arda, und es ist ein gesegneter Ort, der weder Hunger noch Leid noch Krankheit kennt. Einer, an dem die Elben, die für immer an die Welt gebunden und unsterblich sind, das Leben in Glück ertragen können. Und mit alledem passt Aman praktisch perfekt auf die keltische Anderswelt. Die Anderswelt ist in den keltischen Sagen ein durchaus diverser Ort und kann auf verschiedene Weisen erscheinen und auch auf verschiedenste Weisen erreicht werden. So sind oft die Feenhügel von Irland Eingänge zur Anderswelt und sie kann düster und gefährlich und sogar einem Totenreich ähnlich sein. Viel öfter aber ist die Anderswelt ein schöner und paradiesischer Ort. Ganz besonders Andersweltorte wie Tirnanog, das Land der ewigen Jugend, das einer der berühmtesten Andersweltorte ist, erscheinen nicht nur als unsterbliche Paradiese, sondern auch als Inseln. Tirnanog und andere Andersweltinseln liegen weit westlich von Irland draußen im Meer, jenseits jeglicher bekannter Gewässer und Karten, und können auch nicht so einfach erreicht werden. Fahrten nach Tirnanog sind stets besondere Abenteuer und in vielen Geschichten braucht es eine Einladung von dort, um in die Anderswelt zu gelangen. Es sei denn, man verirrt sich dorthin durch Zufall auf einer abenteuerlichen Fahrt oder dringt bewusst ein, was aber meistens dann große Gefahren bedeutet. Erreicht man aber Tirnanog, so findet man einen Ort vor, an dem es weder Krankheit noch Hunger noch Leid gibt. Und die Bewohner sind ewig jung und wunderschön. Jene Bewohner der Anderswelt und auch von Tirnanog sind aber eben keine sterblichen Menschen, sondern Feen und Tuatha De Danann, die Götter der irischen Sagen. Reisen in die Anderswelt-Orte jenseits des Meeres sind ein eigenes Genre irischer Sagen und werden als Imraf bezeichnet, was Seefahrten bedeutet.
In diesen Geschichten sind es Figuren wie Bran oder Melduin, die auf abenteuerliche Fahrten gehen und durch diese in die Anderswelt gelangen. Dort erleben und sehen sie dann viele wundersame Dinge und erstaunliche Orte und begegnen den magischen und wunderschönen Bewohnern der Anderswelt. Und eben eine solche abenteuerliche Seefahrt bildet in den frühen Versionen von Tolkiens Werken die Rahmenhandlung seiner gesamten Geschichte. So war es zu Anfang in Tolkiens Werken der Seefahrer Eriol, der von England aus auf Fahrt geht und schließlich eine magische Insel, ein Land im Westen, erreicht und dort auf die Elben trifft und von diesen deren Geschichten hört, welche keine anderen Sagen als die des Silmarillions und von Mittelerde sind. Diese Geschichte von Eriols abenteuerlicher Fahrt in das Land der Elben gleicht den keltischen Abenteuerfahrten nach Tirnanoc und zu anderen Anderswelt-Inseln recht stark. Später entfernte sich Tolkien zwar im Zuge seiner vielen Überarbeitungen von dieser Rahmenhandlung, aber das Konzept von Aman blieb bestehen und gleicht nach wie vor einer Anderswelt jenseits des Meeres. Auch dass den Menschen jener Ort vorenthalten ist, außer wenn sie dorthin eingeladen werden und es von dort keine wirkliche Wiederkehr gibt, passt mit den keltischen Sagen zur Anderswelt gut zusammen. Die Ringträger Bilbo, Frodo und Sam und auch Gimli als Zwerg gelangten so am Ende nur dank einer expliziten Erlaubnis und Einladung nach Aman. Ihnen wurde ein Platz auf den Schiffen der Elben geschenkt. Ganz ähnlich ist es auch in irischen und walisischen Sagen. Auch in diesen erhalten die meisten Reisenden, die in die Anderswelt kommen, auf die eine oder andere Weise eine Einladung dorthin. Bran hört so zauberhafte Musik und den Gesang einer Feenfrau, die ihn auf die Reise einlädt. Während Melduin auf den Rat eines Druiden hin sein Schiff auf besondere Weise baut und seine Reise mit genau 17 Gefährten beginnt. Oisin, der Sohn des berühmten irischen Helden Finn McCool, traf dann auf die Feenfrau Niamh und die beiden verliebten sich. Sie lädt ihn dann nach Tirnanoc ein und nur mit ihrem ebenfalls verzauberten weißen Pferd können sie über die Wellen in die Anderswelt reiten. Die keltische Anderswelt birgt aber auch immer Gefahren, besonders für jene, die dorthin eben nicht eingeladen wurden, aber auch durch die verzauberte Natur der Anderswelt an sich, selbst für jene, die dorthin geholt wurden. Sterbliche wie Bran oder Oisin, die dort einige Zeit leben, fühlen stets bald ein großes Heimweh und wollen Irland wiedersehen. Und kehren sie dann nach Hause zurück, stellen sie fest, dass in der sterblichen Welt während ihrer scheinbar nur kurzen Abwesenheit Jahrhunderte vergangen sind. Den Boden der sterblichen Lande von Irland wieder zu berühren, sorgt dann oft sogar dafür, dass sie dann für diese Jahrhunderte auf einen Schlag altern oder gar zu Staub zerfallen. Auch Tolkiens unsterbliche Lande Aman sind ein Ort, der zumindest aus Sicht der Sterblichen einer anderen Zeit und anderen Regeln zu folgen scheint. Durch den Segen der Valar gibt es dort nicht nur keine Krankheiten und keinen Hunger, sondern auch alle Tiere und Pflanzen altern langsamer. Ihr Altern war das der Welt an sich und damit für Menschen kaum noch wahrnehmbar langsam. Genau das aber konnte für einen Menschen auch eine unerwartete Gefahr und ein Leid werden. So beschreibt Tolkien, dass ein Sterblicher, der Aman betritt, dort nicht lange Bestand haben würde. Tolkien vergleicht das mit einer Motte, die zu nah an eine zu heiße Flamme kommt. Ein Mensch würde auch in Aman noch weiterhin ganz normal altern, während alles andere um ihn herum ewig jung erscheint, was das Vergehen eines Menschen als nur noch schneller erscheinen lassen würde. Für einen Menschen wäre in Aman zu sein, so als würde er auf nur ein halbes Jahr sein ganzes Leben verlieren. Und das würde für Sterbliche einen großen Schmerz bedeuten, trotz des paradiesischen Ortes, an dem sie diese Zeit verbringen. Auf diese Weise ist Aman ein Ort, der ebenso ewig, paradiesisch und aus der Zeit entrückt erscheint, wie die keltische Anderswelt. Und vor allem auch ein Ort, der besonders über magische Schiffsfahrten zu erreichen ist. Ebenso inspiriert durch und eng verbunden mit den keltischen Mythen sind dann auch die Elben.
Vor allem wegen ihres Namens, Elben oder im englischen Original Elves, werden diese eigentlich meistens mit der nordischen Mythologie verbunden und diese wird als zentrale Quelle für Tolkiens Inspiration für sie gesehen. So geht der Name Elben oder eben auch Elves direkt auf die Elfen oder Albe der germanischen und nordischen Mythen zurück. Trotzdem aber sind die Gemeinsamkeiten zwischen Tolkiens Elben und den nordischen Alben nur relativ gering. Viel mehr des Charakters der Elben findet sich dagegen in Figuren der keltischen Mythologie. Und es ist definitiv auch kein Zufall, dass Tolkien eben die Geschichte der Elben als von keltischem Typ beschreibt. Tolkiens Elben gleichen so vor allem den Tuatha Dé Danann der irischen Sagenwelt. Diese und besonders ihre bedeutendsten Mitglieder stellen in den irischen Sagen eine vermenschlichte Form der vorchristlichen keltischen Götter von Irland dar. Und vor allem im Leabhar Gavala Éireann, dem Buch der Landnamen von Irland, wird von ihnen berichtet. Darin wird erzählt, wie verschiedene mythische Völker nacheinander nach Irland kommen, die Insel erobern und besiedeln. Und gerade die Erscheinung, Rolle und Natur der Tuatha Dé Danann in dieser Geschichte lässt an die Elben und besonders an das Volk der Noldor denken. Die Tuatha Dé Danann stammen so zunächst selbst von einem der vorherigen mythischen Völker ab, das aber durch die bösen Fomoria von Irland vertrieben worden war. Sie hatten sich im Exil auf magischen Inseln im hohen Norden niedergelassen und dort Macht über Magie, große Kunstfertigkeit und Handwerk und vor allem großes Wissen und Weisheit erlangt. Irgendwann aber kehrten sie nach Irland zurück und eroberten das Land und führten dazu einen schweren Krieg gegen die Fomoria, den sie schließlich aber gewinnen konnten. Am Ende aber war auch ihre Herrschaft nicht von Dauer, denn schließlich kamen die Söhne des Miel, die Kelten, nach Irland und besiegten sie erneut. Woraufhin sich die Tuatha Dé Danann in die Anderswelt zurückzogen und die Feenhügel und den Untergrund von Irland als ihr Reich bekamen, während das Land an sich den Menschen gehörte. Von dort aus tauchen sie dann weiter in vielen Sagen auf, und mit der Zeit wurden sie eben wegen ihrer Verbindung zur Anderswelt und den Feenhügeln von Irland selbst als Feen gesehen. Sie sind übernatürlich schön und haben großes Wissen und Weisheit. Sie sind meisterhafte Handwerker und Krieger, Poeten und grundlegend magisch. Und allein mit dieser groben Übersicht zeigt sich klar, wie nahe Tolkiens Elben den Tuatha Dé Danann stehen. Ganz besonders aber dieser Rückzug in die Anderswelt ist eine grundlegende Parallele zwischen den Elben und den Tuatha Dé. Diese müssen ihr Reich aufgeben, als die Menschen kommen und gehen dann eben in die Anderswelt. Ebenso wie sich die Elben in die unsterblichen Lande zurückziehen, der eben eine Anderswelt von Mittelerde entsprechen. Und auch bei Tolkien bricht mit dem Verschwinden der Elben die Zeit der Menschen an. Das Schwinden der Elben aus der Welt ist bei Tolkien ein zentrales und grundlegendes Thema. Und es ist damit eben auch ein grundlegend keltisches, das dadurch eben auch eine alte und etwas melancholische Schönheit des Keltischen hat. Das Bild einer Welt, in der man die magischen Wesen und Dinge noch immer klar und stets erahnen kann, die aber dennoch entrückt sind und sich aus der Welt zurückziehen und eigentlich bald nur noch den alten Legenden angehören. Und auch gerade in den alten Legenden von Mittelerde, dem Silmarillion, den Erzählungen des ersten Zeitalters, finden sich die keltischen Geschichten der Elben. Und hier finden sich noch so manche weitere Parallelen zwischen ihnen und den Tuatha Dé Danann. So kommen diese meistens auf einer Wolke schwebend nach Irland, als sie dorthin von ihrer andersweltartigen Insel im Norden zurückkehren. Aber es gibt auch eine Version, in der die Tuatha Dé mit Schiffen kommen und diese dann am Strand von Irland verbrennen, um ihre Entschlossenheit zu zeigen, das Land einzunehmen und dort zu bleiben. Und das lässt stark an Fëanor denken, der bei der Rückkehr seiner Noldor nach Mittelerde das gleiche tat und die Schiffe der Teleri, die sie geraubt hatten, am Strand von Mittelerde verbrannte. Darüber hinaus gibt es oft auch den Versuch, Nuathu, den König der Tuatha Dé Danann, sowohl mit Maedhros wie auch mit Celebrimbor zu verbinden. Nuathu verlor so im Kampf um Irland seinen Arm oder auch seine Hand
und musste daher seine Rolle als König über die Tuatha-De aufgeben. Vergleichbar dazu verlor auch Maedhros seine Hand durch seine Gefangenschaft bei Morgoth, und als er dann befreit wurde, gab er sein Erbe als Hochkönig der Noldor dennoch auf. Auf der anderen Seite erhielt Nuathu schließlich in den Sagen eine neue Hand aus Silber und wurde fortan Nuathu Airgetlam genannt, was Nuathu Silberhand bedeutet. Ein Beiname, den sich dieser irische Gott mit Celebrimbor, dem Schmied der Ringe der Macht, teilt. Auch dieser wird so Silberhand genannt. Wie so oft aber ist bei eher solchen kleinen Details wichtig, dass nicht jede erdenkliche Parallele auch eine automatische Verbindung bedeutet. Und während für mich die Elben von Tolkiens Werken ganz eindeutig und stark durch die Tuatha-De Danann inspiriert wurden, denke ich zum Beispiel nicht, dass Maedhros oder Celebrimbor wirklich etwas mit Nuathu zu tun haben. Interessant ist aber auch noch, dass die Tuatha-De Danann sich zentral in die Feenhügel und damit unter die Erde zurückzogen und dort in späteren keltischen Sagen als Fürsten der Feen leben. Vergleichbar dazu liegen auch einige der wichtigsten Stätten von Tolkiens Elben unter der Erde. Im ersten Zeitalter so die mächtige Festung Nargothrond, das Reich von Finrod Felagund, und später Thranduils Hallen im Reich der Elben des Düsterwaldes. Im ersten Moment mag es sonderbar erscheinen, dass sich Elben, die man mit Natur, Licht und Sternen verbindet, unter der Erde siedeln würden. Aber vergleicht man es mit den Feenhügeln der Tuatha-De Danann, die eben auch unter die Erde gingen und dort ihr Reich haben, so macht es durchaus Sinn, dass auch Tolkiens Elben, zumindest ab und zu, unter der Erde anzutreffen sind. Wenig überraschend könnte man nun auch noch die Valar als funktionelle Götter von Mittelerde auf das keltische Pantheon skizzieren. Von Ulmo und Osse als Versionen von Manannan Meglir bis hin zu Orome als Version von Kernunos. Das funktioniert aber eher deshalb, da diese allgemein auf heidnische Götter passen und sich genauso gut mit nordischen oder griechischen Göttern vergleichen lassen. Darüber hinaus gibt es thematisch auch noch viele romantische keltische Sagen, in denen ein Held Aufgaben erfüllen muss, um seine Liebe zu gewinnen. So wie es Beren für Lúthien und Aragorn für Arwens Hand tun mussten. Und während so vor allem die Elben und die Geschichten des Silmarillion mit keltischen Mythen und Sagen verbunden sind, spiegelt Herr der Ringe eher eine andere Art von Sagen wider, die aber ebenso mit keltischen Mythen verbunden sind. Die Artus-Literatur des Mittelalters. Auch mit den Sagen um den legendären König Artus hatte Tolkien viel zu tun. Sowohl erneut als Linguist und Übersetzer, wie auch als Leser und Autor. Tatsächlich versuchte sich Tolkien sogar an einer eigenen Version der Artus-Sagen und schrieb ein eigenes, episches Gedicht über das Leben und den Tod von König Artus, mit dem Titel König Artus Untergang. Die Artus-Literatur zählt nun eigentlich nicht zu den keltischen Sagen, aber entstand zum Teil sehr direkt aus diesen. Und frühe Artus-Sagen sind vor allem in den walisischen Sagenwelten tief eingebunden. So gibt es sogar ein altes walisisches Gedicht, in dem Artus versucht, einen Raubzug in die Anderswelt zu unternehmen, der aber tödlich scheitert und den nur 7 Männer überleben. Und auch viele andere Aspekte der Artus-Sagen, wie zum Beispiel das legendäre Avalon, spiegeln die keltischen Wurzeln wider und zeigen zugleich Parallelen zu Tolkiens Werken auf. Ganz besonders die Figur von Aragorn, der als rechtmäßiger König sein Erbe mit der Hilfe des Zauberers Gandalf antritt, spiegelt durchaus stark König Artus und den Zauberer Merlin wider. Für beide Könige ist besonders ihr Schwert das zentrale Symbol. Und Anduril, das aus Narsil neu geschmiedet wurde, ebenso bedeutend und magisch wie Arthurs Excalibur. Und auch noch viele weitere Parallelen und Inspirationen zog Tolkien aus der Artus-Literatur des Mittelalters. Und über die starken keltischen Wurzeln von Artus bezieht Tolkien erneut hier vor allem aus keltischen Sagen. Vergleicht man so Gandalf mit Merlin, dann bedeutet das auch einen Vergleich mit einem Zauberer, der grundlegend aus walisischen Sagen entstanden war.
Und auch wenn Tolkien am Ende so aus vielen Quellen und auch aus vielen verschiedenen Mythologien und Kulturen seine Inspirationen zog, um aus diesen ein neues und großartiges Werk zu erschaffen, und auch wenn er es vielleicht sogar zum Teil etwas bestreiten wollte, so liegt am Ende die keltische Mythologie und die alte keltische Schönheit der Sagen von Irland und Wales im Herzen von Mittelerde. Ähnlich dazu, wie Tolkien zumindest zu Anfang auch bis zu einem gewissen Grad dadurch motiviert wurde, eine Mythologie für England zu schreiben, ein Ziel, das er aber letztlich nicht mehr wirklich verfolgte, könnte er mit seinem Werk gerade auch das Problem aufgegriffen haben, das er mit den keltischen Sagen sah. Für ihn waren sie ja eben schön, aber ohne Struktur und Ordnung und verrückt, wie ein zerbrochenes Buntglas, das man ohne Plan wieder zusammengesetzt hatte. Seine Legenden aber, sein Legendarium um Mittelerde, hat eben jene Struktur, trägt aber immer noch die keltische Schönheit im Herzen. Und während Tolkien sah, dass die keltischen Sagen wundervoll geschrieben, aber unter einer Staubschicht aus unklaren Anspielungen und vergessenen Traditionen liegen, ist Mittelerde frei von jenem Staub, aber ebenso meisterhaft geschaffen. Auf diese Weise könnte man sagen, dass Tolkien, inspiriert durch das verstaubte und verworrene, aber dennoch leuchtende Bild der keltischen Sagen, ein neues, keltisches Bild mit Mittelerde erschuf. Eines, das diese mythologische Schönheit und Tiefe auf neue und moderne Art vermittelt und unzähligen Lesern bis heute nahe bringt. Eine neue Mythologie, geboren auch aus den Sagen der Kelten. Und damit habe ich mich aus diesem Video zu Tolkiens Werken und der Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und eure Vorschläge für das Thema weitere Folgen in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube und bis nächsten Mal zu einem weiteren Video zu Mythologie, Literatur und Geschichte.